13 Stunden schlafen. Das ist ein Leben. Ich weiß, der Schmied ist zwar gerade neben uns, aber Fatale und Gusto weiter befragen. Das müsste gerade oben sein. Sieh nur, Gusto, er hält sich für einen Piraten. Wie, ich halte mich für einen Pirat? Ich bin ein Pirat! Arr! Ah, die haben wir noch nicht fertig. Ist das eigentlich auch ein eigenständiges Kostüm? Nö. Ah, steht doch nicht Kostüm. Okay. Wen haben wir denn da? Ein Waldläufer. Oh. Ihr seid doch alle doof. Doof, 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 doof. Na, du siehst ja schick aus. Falls die Mäuse jemals einen König brauchen, wären sie nicht schlecht beraten, dich zu fragen. Für eine Sekunde wollte ich Fangen lesen. Denn so bekommt man Könige, man fängt sie sich. In einem Pokéball! Es ist eigentlich rot, also müsste er böse werden auf mich. Ja, wird er auch. Ja, denn ich bin ein Mauskönig und kein Königsratte. Hallo, gibt es irgendein Problem? Ich habe mich nur gerade im Schrank ein bisschen ausgeruht. Denn das ist mein Bett. Ich liebe es, in dunklen Orten zu schlafen. In dunkle, enge Orte. Ganz dunkel und ganz eng. Verstehe ich. Was so durchlaufen. In mein Gesicht! Lange mir jetzt eigentlich schon auf. Viertel nach drei oder so habe ich angefangen. Runterfahren. Zweieinhalb Stunden fast. Bald. Das ist nicht die Katakombenkarte. Ich aber mal mein Königskostüm anziehen. Komm, gib mir Katakombenkarte. Hier ist auch nicht. Nochmal speichern. In 7 Minuten ist eine lange Zeit. Seine unerschrockene Majestät, König Thilo der Erste, hat ein wichtiges Gespräch mit einer Elster. Hoffentlich habe ich genügend Kohle dafür. Über 100. Muss schon gut gehen. Wo ist jetzt die Elster? Oder kommt die vielleicht nur nachts raus? Aber ich habe schon oft genug am Tag eine Elster gesehen. Ist eigentlich in der Richtung, aber... Ist hochgeflogen, oder? Oder kommt sie... Ist zwar nah tagaktiv, aber da draußen ist ja ein Ausgang. Da oben im Licht.
Also fliegt sie draußen tagsüber und kommt dann nachts hier rein, um zu schlafen? Weiß ich Ist hier irgendwo ein Bett? Also die große Halle. Obwohl, das ist die gleiche Gebietskarte, ne? Ja. Beim Hafen ist ein Bett. Unten müsste ich auch ein bisschen weit laufen. Wenn ich durch die Tür gehe, die hier bei den Katakomben ist, zum Hafen, das führt ja dann eigentlich in die Nähe des Bettes. Da muss ich mich auch nicht mein schweres Gewand anziehen. Lauf, Chicken! Lauf! Yay! Wow. FPS-Hilfe. So, der Hafen. Oh, hier ist Diebesgewand. Okay. War das nicht sogar die Stelle, wo ich gefragt habe, wie soll ich denn da hinkommen? Da hinten habe ich es auch gefragt, aber da bin ich ja nicht hingegangen. Also dort unten das eine eingekreiste Kästchen. Das müsste der Stall der Krabbe sein. Da muss ich über den Zaun klettern. Ja, und ich war ja da immer in meinem Dings. Mein Dings liegt unter mir. Autsch. In meinem Wachkostüm. Ja, ich bin ja nie runtergesprungen. Warte, das checken. Ich bin hier nie runtergesprungen. In meiner schweren Wachuniform kann ich nicht springen. Ich muss sogar hier runterspringen. Also von da oben springen. Oder komme ich anderweitig wieder hoch? Schiff ist mittlerweile weg. Okay, ich hätte einfach da. Moment, da ist doch gleich die Wache. Okay, ich hätte einfach hier. Oder ist hier die Wache? Nee, da hinten ist erst die Wache. Das ist eine ganz andere Treppenleiter-Gedöns. Ja. Andere Sache ist, wie komme ich denn dort hinten hin? In die Richtung, wo mein Cursor jetzt hin zeigt, der grüne. Weil da ist ja auch so ein abgeschnittenes Pfadlein. Was auch immer. Bett. Lass mich schlafen, bis es dunkel wird. Keine Ahnung, was ist denn eine schöne Zeit? 20 Uhr. Also im Real Life ist es 20 Uhr nicht dunkel mehr wegen Sommerzeit. Ich hasse Sommerzeit. Wird immer so spät hell und so spät dunkel.
Ich hoffe ja wirklich, wenn irgendwann der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abgeschafft wird, dass dann Sommerzeit flöten geht und wir Winterzeit haben. Ist doof, dass es so spät erst hell wird. Ganz ehrlich. Da lang schicken. Ich weiß, ihr denkt jetzt bestimmt, es geht schneller, wenn ich einfach nur mal durch die Spinnen laufe, aber ich will nicht durch die Spinnen laufen. Deswegen gehe ich außen rum. Checken, komm doch nicht einfach hin, wenn du durch die Spinnen durchläufst, wie beim letzten Mal. Chicken will nicht. Nö. Wenn du das Spiel nochmal spielst, um die restlichen Achievements zu holen, musst du sicherlich nochmal durch die ganzen Spinnen laufen. Ah, erinnere mich nicht daran. Wieso gehe ich jetzt eigentlich ganz außen rum? Ich hätte doch einfach bei dem Satansbraten, das mich letztes Mal gefressen hat, einfach abbiegen können. Anstatt geradeaus zu laufen. Na komm, wenn wir schon einen Umweg nehmen, dann nehmen wir ihn richtig. Habe ich eigentlich gerade gespeichert, indem ich Diebesgewand. Aufgesammelt habe? 7 Minuten, keine Ahnung, speichern wir nochmal. So, es ist jetzt dunkel. Darf ich jetzt mit der Elster reden? Please? Elster! Elster! Oder muss ich da irgendwie so hochklettern, indem ich da auf den Stein springe? Elster! Kann ich da überhaupt hochspringen? Was ist der Steine? Ah, das ist ein Höhlendurchgang. Danke auch, Elster. Oh. Wenn ich einmal absichtlich Felsen hochklettere, dann verbarg ich mich, wie ich es beim Strand getan habe. Sodass ich jetzt nicht mehr irgendwo hochklettern will. Aber dann muss ich jetzt plötzlich überall hochklettern? Was ist das denn? Und schon weiter weg sieht das nicht mehr so aus. Oder bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Von weiter weg sah es echt so aus, als wäre da so ein Höhlendurchgang. Aber jetzt ist da nichts mehr. Optische Illusion, Hühnchen. Kann ich Diluin um Rat fragen? Diluin, ich brauche deine Hilfe, meine Elster anzulocken. Diluin, 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 Diluin. Help me! Help me, Diluin! Rollo ist tot, Hilfe! Und plötzlich hat er sich in Diluin verwandelt. Aber
nur nach den Überresten. Erst ist er Rollo, dann verwandelt er sich in einen Geist und jetzt ist er in so eine Lichtgestalt. Diluin, ich glaube, du leidest unter einer Persönlichkeitsstörung. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Irgendwo bei der Treppe. Ich verstehe es nicht. Da brauche ich mein schickes blaues Feuer. Aber das bekommt man doch durch eine Sidequest und nicht Hauptquest. Na, so sieht das aus, als wäre da ein Durchgang da oben. Darunter ist ja nur der Tod. Verarscht das Spiel mich? Muss ich irgendwie da drauf springen? Auf den Balken? Warum auch immer? Denn auf den Balken? Warum ist es eigentlich so hell? Ist doch fast Mitternacht. Oder die Leiche ist unter diesem Steinfelsen. Doch immer. Muss ich runter? Aber das ist einfach nur schwarz dort unten. Wieder Abgrund beim Jump'n'Run. Überhaupt wieder hoch? Nö, ich sterbe einfach nur. Doch dann irgendwie hochklettern? Nett, dass du hier automatischer Speicherpunkt, Diluin. Ja, redet mit den Leuten, um zu speichern. Also unten ist nur der Tod. Oh, Elsterlein. Was ich nicht alles tue, um eine Frau zu finden. Ja, meine Frau ist eigentlich tot, aber sie hat mir einmal einen Brief geschrieben. In dem es hieß, sie wartet an unserem besonderen Ort. Hallo. Man muss da bestimmt nicht hochklettern. Kann ich überhaupt dahin springen? Auf die Säule soweit? Nein. Steh auf, Tilo. Oh, fühl mich verarscht. Obwohl, da ist noch was. Da könnte ich hinjumpen. Na, checken wir mal, was tust du, wenn da weitere Spinnen sind? Keine Ahnung, sterben? So meinte ich das nicht! Mit dem Sterben. Dass ich innerlich sterbe. Oder wenn mein Auge noch weiter rumnervt.
Weil ich gegen die Wand abgeprallt bin, oder wie? Oder ist das wieder eine optische Illusion? Das sieht aber so aus, als könnte man dort reinspringen. Vielleicht ohne Rennen? Sonst springe ich nicht weit genug. Ohne springe ich zu kurz, mit Rennen knall ich gegen die Wand oder ich muss frühzeitig abspringen. Ich versuche das jetzt ein paar Mal. Und wenn das nicht klappt, verliere ich allerlei Hoffnung. Muss ich mich hier fallen lassen? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch ein Prank. Ich meine, der Kommandant hat mich auch geprankt. Na gut, wie soll man auch hier jemals wieder wegkommen? Dann springen wir nochmal in den Tod.